Neben dem Thema Corona, das allgegenwärtig ist, einfach auch der Hinweis, dass es noch zwei, drei andere zentrale Themen gibt. Eins, das uns besonders am Herzen liegt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Herzlich willkommen zum Finanzmarkt-Update für den Monat Dezember. Es ist bereits der letzte Finanzmarkt-Update von dem Jahr. Ein Jahr, das ganz im Zeichen von Corona gestanden ist. Das kann man mit gutem Gewissen sagen. In der Zwischenzeit gibt es offensichtlich eine gewisse Entspannung. Es gibt die Hoffnung, dass effektiv die Impfstoffe doch anstehen wurden oder dass sie im grossen Ausmaß verteilt werden können. Das wäre doch eine gewisse Erleichterung für die Finanzmärkte, vor allem aber für Gesellschaft. In dem Sinn und Geist haben die Aktienmärkte das schon weitestgehend vorweggenommen. Wir haben gerade in den letzten Tagen, in den letzten Wochen über den Monat November einen sehr starken Anstieg von den Aktienmärkten gesehen. Neben dem Thema Corona, das allgegenwärtig ist, einfach auch der Hinweis, dass es noch zwei, drei andere zentrale Themen gibt. Eins, das uns besonders am Herzen liegt, das ist das Thema Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit, mit dem gewinnt man in der Zwischenzeit nicht nur Wahlen, wie das Beispiel in der Schweiz, aber auch in den USA gesagt, sondern das ist auch tief drinnen in den Finanzmärkten angekommen. Das hängt damit zusammen, dass wir auch da ganz neue Regulatorien sehen, die auf uns zukommen werden und die dann über kurz oder lang dem Thema Nachhaltigkeit viel grösseres Gewicht geben. Auch wir tun dem letztendlich Rechnung tragen. Wir haben ja eigentlich schon seit langem ein Nachhaltigkeitsprodukt. Wir werden über kurz oder lang auch diese Sachen weiter anschauen und das Profil in dem Hintergrund versuchen zu schärfen. Andere Themen, die im gegenwärtigen Zeitpunkt von Interesse sind, das ist vor allem auch die Situation in Asien. Asien, wir erinnern uns zurück, beispielsweise anfangs vom letzten Jahr, also vom 2020, das ist, dort haben wir einen relativ starken Rückgang gesehen von den Aktienmärkten in Asien. Es ist darum gegangen, dass man all die Firmen aussortiert haben, die die grösste Asien- und insbesondere China-Exposure hatten. In der Zwischenzeit sind wir gescheiter geworden. Wir stellen fest, dass insbesondere die asiatischen Finanzmärkte einen sehr guten Lauf hatten. Japan beispielsweise, aber auch andere mehr. Man stellt fest, dass die Anzahl der Covid-Erkrankungen dort relativ tiefer sind. Man hat das dort relativ gut im Griff. Und Konsequenz ist, dass dieser Teil der Welt recht gut sich entwickelt wird. In der Konsequenz sind das auch die Märkte, die sehr, sehr gut laufen tun. Und in der Konsequenz bedeutet das denn für uns, dass wir angegangen sind und jetzt von unserer Liquidität, die wir vor uns hergeschoben haben, einen Teil genommen haben, einen kleinen Teil genommen haben und den zunehmend auch in die Emerging Markets, in die Schwellenländer investieren tun. Wenn man die Schwellenländer anschauen tut, dann einfach der Hinweis, Schwellenland ist nicht gleich Schwellenland. Man darf nicht vergessen, dass Gros von den Schwellenländern eben dann asiatische Schwellenländer sind. Die machen beispielsweise in einem Index rund 2/3 aus. Wir verstehen darunter China, wir verstehen aber andere technologische Grossmächte wie Südkorea und Taiwan auch darunter. Und das heisst, wenn wir letztendlich jetzt die Schwellenländer ein bisschen höher gewichtet tun, dann hängt das auch damit zusammen, dass unsere Überzeugung die ist, dass letztendlich die Technologieentwicklung auch ins nächste Jahr positiv sich entwickeln würde. Und im Gegensatz zu den grossen 5 Titeln gibt es in unseren Augen eben auch eine ganze Reihe von kleineren, spannenden Unternehmungen, wo man drauf setzen kann. Das heisst, spannende Entwicklung in Asien, wir haben spannende Entwicklung im Thema Nachhaltigkeit. Es gibt andere spannende Entwicklungen, die ich nicht außer Acht lassen möchte, und das sind die konjunkturellen Entwicklungen. Konjunkturell steht das BIP von der Schweiz zur Veröffentlichung an. Wir haben bereits aus allen anderen oder den meisten anderen Ländern haben wir die BIP-Zahlen zur Kenntnis genommen. Und was wir dort können feststellen ist, dass nach einem himmeltraurigen zweiten Quartal es eine relativ ordentliche Wachstumsbeschleunigung gegeben hat ins dritte Quartal. Und die Indizien, die wir bis jetzt haben für das vierte Quartal, sagen, dass es eigentlich im vierten Quartal nicht himmeltraurig gehen würde. Vielleicht eine leichte Abschwächung, wenn man die einzelnen Stimmungsindikatoren anschaut, aber nie mehr ein Rückgang analog der Situation, die wir gesehen haben im zweiten Quartal. Es scheint also, dass nicht nur an den Finanzmärkten, sondern auch in der Realwirtschaft die zweite Corona-Welle tendenziell einen kleineren Effekt haben würde. Wie gesagt, wir sind gut unterwegs dieses Jahr mit unserem Mandat, das erfreut uns sehr. Das hängt sicher auch damit zusammen, dass eben die verschiedenen Zentralbanken, aber auch andere staatliche
finanzierenden Institutionen sehr viel Geld zur Verfügung gestellt haben. Das wird sich bis auf Weiteres nicht ändern. Auch in der Zukunft wird das zusätzliche Geld zur Verfügung gestellt werden. Und wenn wir dann letztendlich eine Situation haben, wo die Zinsen nach wie vor sehr, sehr tief sind, wo die Risikoprämien wieder zurückgekommen sind, dann sind wir felsenfest davon überzeugt, dass auch das nächste Jahr 2021 die Aktienmärkte tendenziell etwas stärker laufen sollten. Das heisst nicht, dass wir irgendwie boomende Märkte gesehen wurden, aber ein gewisses Übergewicht in Aktien wird sich auch im nächsten Jahr rechtfertigen. Das war es für heute. Wünscht euch ganz eine gute Zeit, bleibt gesund und geniesst die Weihnachtszeit. Adi miteinander.